Hallo und herzlich willkommen zurück bei Dirt Rally. Ja, ich habe mal wieder, glaube ich, eine Dreiviertelstunde jetzt aufgenommen oder sogar länger. Und Fraps ist mir wieder abgeschissen. Das heißt, es hängt wohl mit diesem Spiel zusammen, dass, ja, Fraps andauernd abkackt. Und ich weiß nicht, woran das liegt. Und ich habe jetzt einfach mal, um ja großen Datenverlust zu vermeiden, wieder die Option Split Movie Every 4 GB eingeschaltet. Das heißt, er macht jetzt einen Cut nach 4 GB. Das heißt, alle 4 GB, das entspricht ungefähr einer Minute. Ja, setzt er einen Cut und speichert die Datei. Das heißt, selbst wenn Fraps mir abkackt, dann geht maximal nicht, geht nicht länger als 3 Minuten verloren. Und ja, jetzt ist mir wieder eine ganze Aufnahme verloren gegangen. Ich habe ein paar Events gemacht. Ja, ich habe das eine Event, was wir angefangen haben, abgeschlossen. Bin Position 3, was sehr gut ist. Und ja. Weiß nicht, ob ich mir den hier kaufen soll. Teils, ja, doch, warum nicht? Oder? Moment, was kann man sich denn noch kaufen? Gucken wir mal. Okay, ich kann jetzt hier verschiedene Techniker einstellen. Aber ich würde sagen, wir nehmen erstmal ein bisschen Low Teile. Und zwar nehmen wir einfach mal den. Ja. Alles klar. Und ja, Garage. Da haben wir den. Upgrades anzeigen. Ja, hier ist alles upgraded, was wirklich sehr gut ist. Deswegen würde ich sagen, kaufen wir auch den neuen. Ich finde die erste Lackierung schon mal ganz geil eigentlich. So. Und dann nehmen wir nämlich jetzt diesen Wagen hier. Den hier. Und ja, fahren jetzt auf dieser Strecke, die ihr ja nicht kennt, aber ich mittlerweile schon, weil ich habe schon echt nicht gerade wenig Rennen gefahren. Aber naja, so interessant war es jetzt auch wiederum nicht. Habe ein bisschen Bullshit erzählt und ja. Ne. Ich habe halt irgendwie das Gefühl, dass Fraps Probleme hat. Ja, große Dateien abzuspeichern. So, wir machen mal eine kurze Testfahrt. Okay, ja, das ist doch schon mal immerhin ein Wagen, ne? Rechts 6 und rechts 4 lang. Baumstämme innen. Ja, das ist doch mal ein Wagen, Leute. In Achtung, rechts 5 über Kuppel, vielleicht Sprung, Tor. Okay. Und kehre links. Kuppel Cool. 60. Ja, der Wagen, der ist doch schon mal um einiges geiler. Welle rechts 6 über Kuppel und Kuppel bergab.
Der Wagen, der ist auch endlich mal rechts. Rechts 4.90 Uhr, innerhalb durch Senke. Das klingt jetzt falsch. Ich meine damit, das Lenkrad ist rechts. Und ja. Kuppe. Rechts 6 über Kuppe. Lässt sich auf jeden Fall schon mal ein bisschen geiler steuern. Links 5 über Kuppe 60. Mit dem Wagen kann man schon mal was reißen. In links 6 80, rechts halten über Sprung 100. Ne? So. Achtung, mittig halten. Sprung in rechts 5, halblang über Welle, innen halten 80. Bis Ziel. Alles klar. Boah. Nehmen wir mal am Rennen teil. Los geht's. Ja, das ist alles richtig so. Dann ist dieses Fahrzeug ein Ticken lauter. 5, 4, 3, 2, 1, Start. Rechts 6, so. Rechts 4 lang, Baumstämme innen. Gucken wir mal, ob wir mit dem Fahrzeug mehr reißen können. Rechts 6 und rechts 4 Kuppe. In Achtung, rechts 5 über Kuppe, vielleicht Sprung, Tor. Okay. Und kehre links. Kuppe 60. Kuppe 60, okay. Welle rechts Kuppe. 6 über Kuppe und Kuppe und Kuppe bergab. Rechts 4 über 90, innen halten durch Senke. Okay. In rechts 6 lang über Kuppe. In kehre links. Kuppe. Rechts 6 über Kuppe. In links 6 über Kuppe 60. Also ich finde, dieses Fahrzeug steuert sich schon mal um einiges angenehmer. Links 5 über Kuppe 60. Das ist mega gut, dieses Fahrzeug. In links 6 80, rechts halten über Sprung 100. Achtung, mittig halten. Sprung in rechts 5, halblang über Welle, innen halten 80. Mach gerade hier ein bisschen Kacke. So, jetzt geht's aber wieder. Rechts 6, innen halten 80. So, alles klar. Links 6, innen halten, Kuppe 100. Rechts 6, halblang und Achtung, rechts 2, täuscht. Okay. Alles klar. Und rechts 6, 80. Achtung, Kuppel, sofort offene Kehre. Auch diese Map hier ist sehr schön gestaltet. Muss man einfach mal sagen. Kuppel 60. Links 4 lang, denke ich. Ist wirklich sehr schön. Links 2 über Kuppel. Senke, Kuppel und Achtung, rechts halten über Kuppel, Pfosten. Links 3 lang, durch Pfosten und macht auf. Okay, die Kurve geht auf. Ja, das stimmt. Rechts halten über Kuppe, verläuft über Kreuzung. Achtung, 100 bergab über Kreuzung, offene Kehre rechts. Das war gar nicht so verkehrt. Vorsicht, links 6. Rechts 6, 80. Achtung, links 6, Kuppe in rechts 3, lang, nicht schneiden, 60. Achtung, rechts Gut. 6, innen halten, Kuppe. In links 5, lang, 60. Ja. Links 6, 150, Kuppe vielleicht Sprung. Links halten über Kuppe, Sprung und mittig halten über Kuppe und rechts 6. Okay. Mit dem Wagen habe ich noch keinen starken Links Unfall sechs, gebaut. Innen halten, aber der ist aber auch laut, dieser Wagen, sechs. Ne? Sollte aber rein theoretisch besser Links werden. Sechs, 60, links halten, Je neuere Kuppe. Wagen wir nehmen, desto leiser werden die, ja. Vorsicht, Kuppe, in rechts 3 lang, innen halten. 60, Kuppe, links 6 und rechts 5 halb lang. Also hat auf jeden Fall schon mal besseren Grip. Durch Senke 100.
Links 5, halb lang, innen halb, 170 über Kuppe. Schon mal ganz gut. Ich komme dazu noch nicht so ganz darauf klar, wie der Wagen reagiert, deswegen schwankt schon noch ein bisschen hin und her. Und rechts 4 lang. So, hier 4 lang, ja, das passt ja. Rechts 6 und links 6. Okay. Und rechts 5 lang, rechts halten über Kuppel 60. Alles klar. Rechts 6, 60. Wird gemacht, Chef. Links halten über Kuppel und rechts 6 über 100. Und mach zu, kehre rechts. In Welle links 4. In rechts 4 halb lang. In links 6, in links 6. Okay, 6, und 6. Und links 6, Sprung bis Ziel. Okay. Ich würde sagen, ganz easy. Locker easy. Gucken wir mal, was wir für ein Platz sind. Trotzdem nur Platz 5. Okay. Ah ja, gut, damit kann ich leben. Noch haben wir ja ganz viel vor uns. Ich frage mich ja, wie viel Money man bekommt, wenn man die Meisterschaft gewinnt. Ich glaube, das muss ganz schön viel sein. Wenn ich mir so gucke, wie so Upgrade-Plätze aussehen. Kuppe rechts 5. Okay, Leute, wir rechts machen fünf, das. In den wir links machen vier. In rechts 5 halb lang. In links 1 lang. Macht auf über 150. In rechts halten über Kuppe. Und links 6, links halten über Kuppe. Oh shit. Das war nicht gut in von links mir. Links 5 über 80. Und rechts 6. Das war einfach 6, nicht gut von mir. In links 4 lang über Welle. Und rechts 6 über Kuppe 200. Über lange Kuppe. Die Map hier, die 100 durch ist einfach noch nicht mein Ding. Links 5 in den halben durch Senke. Weil ich weiß nicht, irgendwie mag ich die noch nicht so. Das ganze Fahrzeug rechts ist noch nicht so mein Kuppe. Ding. Das, weil es sich halt komplett anders steuert. Und links 4 lang durch Senke. Rechts halten, über Kuppe 100. Links 6, innen halten. Rechts 6, Kuppe. Links 6, Kuppe, Welle. Rechts 6, 60. Links 6 und Kuppe, 60. Rechts 6, Kuppe und Kuppe vielleicht Sprung. Rechts 6 lang und rechts 4, Kuppe. In links 6 innen halten 60. Kuppe in links 2 lang. Irgendwie bin ich noch nicht so ganz zufrieden mit meiner Leistung. Kuppe und rechts 6 halb lang und links 6. Ich meine, ich möchte ja schließlich Dritter werden bei der Meisterschaft. Aber ich glaube, dafür rechts 6, ist es noch einfach 6, zu viel. Rechts 6, zu früh. 60, offene Kehre links. Zu viel. Gott. Habe ich wieder einen rausgehauen? 100 bergauf über Kreuzung. Links halten, über Kuppel, über Kreuzung.
Links 6, 60, rechts 6, macht zu bis 3 durch Pfosten. Senke, Pfosten, links 6, über Kuppel. Achtung, Kuppel, rechts 6, rechts 5, über Kuppel, Baumstämme außen. Alles rechts klar. 5, macht zu bis 4, Baumstämme außen. 60, Achtung, Kuppel, sofort offene Kehre rechts. 60. Links 5 lang. Achtung, Kuppel, sofort links 2 lang, täuscht. Okay, ja, das ist jetzt hier gleich eine gemeine Kurve. Und links 5 lang, innen halten, 130 über Kuppel. So. Rechts 6, innen halten, 80. Links 5 lang, innen halten, 80.